ich hatte mal überlegt, mir so ein Video zu machen über Zimtstähle. Teuer oder günstig. Ich habe hier ein paar mitgebracht. Das sind also eigentlich sehr günstige, nicht zu sagen billige. Der hier hat, ich glaube, 2,50 Euro pro Stück bei einem chinesischen Versender bei eBay gekostet. Der hier fürs gleiche Geld. Und der hat sogar noch einen Kompass dabei, der ziemlich akkurat arbeitet. Dann habe ich mir mal 20 Stück hiervon für, ich meine, 3, 4 Euro oder was war das, mit Versand aus China. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist ein ganz kleiner. Der ist so, wenn man den losmacht von dem Griff, könnte man den auch irgendwo reinstecken. Eine Brieftasche, Portemonnaie und immer ein Zimtstall dabei. Also ich meine, für uns in unserem Breitengraden ist es relativ unwahrscheinlich, dass man einen vom Notfall her braucht. Dann den hier, den kennen viele als Gratiszugabe vom Böker Bushcraft Plus. Muss ich zu sagen, den gibt es aber auch so auf eBay. Oben auch ein Kompass drin. Nicht der größte Käse, wie man vielleicht glauben sollte. Und dann habe ich einen dabei. Da hatte ich mir jetzt bei eBay auch mal so 10 Stück bestellt. Ich habe die meisten verschenkt. Na, wie geht das hier? Achso. Mit zum Beispiel dem Sohn meiner Frau ein Geschenk, der hat sich da doch sehr drüber gefreut. Die Dinger haben meistens hier so einen Abzieher bei. Der hat hier Magnesium, ja, sodass man das zum Beispiel auf so ein auf seinen Zunder drauf machen kann, als Brandbeschleuniger sozusagen. So, dann ja, also, mein Gott, schlecht ist der nicht, finde ich. Dann hier den. Weiß nicht, ob ich das mit. Vielleicht mache ich das mal den hier. Da war dieser Striker mit dabei. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Weil ich sagen muss, diese beweglichen Striker, die finde ich wesentlich besser. Seht ihr das? Das ist ein Grund, warum ich lieber hier so einen Striker bei habe. Die machen wesentlich bessere Funken. Dann hier den billigen mit dem eingebauten Kompass. Ja, immer einen Striker mitnehmen. Die Dinger machen. Ich versuche das mal zu beweisen. Machen meiner Meinung nach wesentlich bessere Funken als ein Messerrücken und tragen nicht so viel Material ab. Also man ist ja doch relativ grobschlächtig dann damit, ne? Wenn man das mit dem Messerrücken macht. Und damit kann man auch wesentlich präzise arbeiten. So. Die stehen jetzt gezeigt. Ich meine ja, wenn nicht, machen wir es später nochmal, oder? Komm, machen wir mal. Kleinen billigen Publikum. Da gibt
gibt es ein Video, das ich mal gedreht habe, das hieß der Wunderzunder aus dem Wäschetrockner. Damit habe ich damals diese Wollmöpse oder Wollmäuse, Entschuldigung, mir läuft ein bisschen in die Nase, in Brand gesetzt beim ersten Schuss. Na, muss man mal gucken, dass man diese dünnen Dinger von allen Seiten benutzt, weil die ja doch schnell abgenutzt sind. Aber sag mal so, das ist ein Verlesartikel. Ne? Dann hier der, der unter anderem bekannt ist durch durch das Böker Bushcraft Plus. Und man sieht, der ist schon ein bisschen oxidiert. Genauso seinen Job wie alle anderen. Nehme ich den hier von Dave Canterbury's Pathfinder Scout. Ich kann es immer wieder nur in die Kamera halten. Das ist so ein geiles Messer. Wie man sieht, ich habe es hiermit abgezogen. Aber ich zeige es nochmal, wie man das damit abzieht. Was ich persönlich nicht so mag, nehme ich wieder den Striker. Muss aufpassen. Das ist immer so eine Sache. Ich habe schon mal gesehen, dass jemand einen Feuerstahl vorstellen wollte und hat das mit dem Striker gemacht. Muss man gucken. Dass der hier blank ist und hier noch lackiert. Damit zieht ihr gar nichts ab. Habe ich ja hier noch mein wie heißt das noch mal jetzt habe ich den Namen von dem Messer vergessen. Ich wollte darüber auch noch ein kleines Video drehen. Ich habe den Namen von dem Video vergessen. Ich gehe kaputt. Tool Logic, genau, das ist das Tool Logic 2. Und das Tool Logic 2 habe ich mir gekauft nach einem Video von Sepp Waldhandwerk. Da ging es darum, er hatte seinen Woodlaw bekommen von Ramirez und hat das Woodlaw ausgepackt mit diesem Messer. Aber es geht mir nur um den Zimtstahl. Aber aufgrund dessen, das Messer hat mich so beeindruckt bei Sepp, da musste ich mir das auch kaufen. Einen ganz kleinen Striker, einen ganz kleinen Feuerstahl, aber dafür eine kleine Taschenlampe. Unglaublich. Na gut, ich stelle das Video gleich vor. Das Messer gleich vor. So, wie gesehen, machen alle Zündstähle oder Ferrocerium Rods, Ferro Rods, wie man sie nennen mag, alle im Prinzip die gleiche Arbeit, die gleichen Funken. Das ist nur eine Sache, wie man die benutzt. Ne, ob man die hart abzieht. Ich bin nicht so ein Fan davon, die hart abzuziehen. Das gibt dann immer so unschöne Wellen. Mal gucken, ob ich das zeigen kann. Hier so ein paar Wellen. Da. Seht ihr das? Deshalb ziehe ich die lieber mit dem Striker ab. Aber ich sag mal so, als Dave Canterbury sagt ja immer, er macht hinten an die Scheide von seinen Messern diese Klavsellnadel, also die Segeltuchnadel dran mit einem Stück Gorilla-Tape oder Duct-Tape. Warum sollte man da nicht einen Striker mit dran machen? Warum denn nicht? Oder steckt den einfach hier unten rein? Keine Ahnung. Kann ihn ja auch hier vorne, wenn es da nicht mehr so schön aussieht, hier vorne dran an die Scheide machen. Aber genug der Schwafelei. Danke fürs Zuschauen.
Bewertungen und Kommentare werden gerne gesehen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.